So, da wären wir auch schon wieder. Wir wollen einen neuen Helden in den Tod schicken. Und zwar der Pupst. Der ist ein Savant. Also Rain Man. Und der hat Kokolalia. Da weiß ich immer noch nicht, was es ist. Deswegen nehme ich den mal. Außerdem ist es ein Paladin und ich mag Paladine. So. 680 Gold ist nicht besonders viel. Könnten Lebenspunkte aufstufen. Magier aufstufen. Das klingt alles nicht so wirklich toll. Ne, ich nehme Lebenspunkte. 220 reicht hier für nix. Und hier garantiert auch für nix. Ich erinnere mich vage daran, dass wir schon mal 280 Gold dem Charon hier in Rachen schmeißen mussten, weil wir nichts davon kaufen konnten. Also wird es mit 220 nicht viel besser sein. So, kaputt. 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 Wir sind schon Level 22. Und sind, naja, wir sind schon weitergekommen und können diese Doom-Wars endlich one-hitten. Aber so allgemein, die neuen Bereiche, also der Wald und der Untergrund und was weiß ich, der ist noch ein bisschen weit weg. Von den Endbossen ganz zu schweigen. Die habe ich euch noch nicht mal gezeigt. Das könnte ich allerdings demnächst mal machen. So. Du warst, stirb. Ein Raum mit drei Kronlöchern und zwei Statuen. Na gut. Oh. Oh. Ah. Er macht böse Smileys, wenn man Schaden nimmt. Na. Ja, du. Genau du. Das läuft nicht gut mit den Stach. Warum kam der Stachel gerade raus? Das war unfair. So. Wir sind jetzt schon auf 71. Wow, das ist nicht gut. Nicht gut. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Doppelsprung ist echt irre praktisch. So. Jetzt haben wir allerdings keine Mana mehr übrig. Das heißt, ich muss in den Nahkampf gehen und das ist gar nicht gut bei dem Typen. Wow. Aber es läuft verblüffend gut. Ich sollte auch meine Klappe halten. Sonst läuft es gleich nicht mehr so gut. Uah, sehr schön. Und was haben wir da? Ein Bluthelm. Oh, ich mag Blutausrüstung. Aber wir müssen echt aufpassen, wenn wir zu viel von dem Blutzeug uns zulegen. Dann haben wir keine Lebenspunkte mehr. Also wirklich fast gar keine Lebenspunkte mehr. Ich sollte aufhören, mit den Stacheln rumzuspielen, dann kriege ich viel zu viel Schaden. Oh, das war knapp. Oh, kaputt, kaputt. Oh. So. Oh, ein Skelett, das ein Hühnchen dabei hat. Das finde ich auch ein wenig komisch. So. Oh. Noch ein Hühnchen. Wir sind schon wieder auf 115 Lebenspunkte. Ah, richtig schön. Okay. Gib mir mehr Hühnchen, ihr Skelette. Mana ist auch nicht zu verachten, wie wir gerade beim Boss gesehen haben. Und Magier sind immer noch One-Hits. Sehr schön. Bist du, komischer Knubbel, auch ein One-Hit? Jo. Und die Statue nehme ich auch noch mit. So, 500 Gold, fast volle Lebenspunkte, ein Semi-Boss umgebracht. Und hier wäre jetzt ein richtiger Boss. Ich bin zwiegespalten. Wir sind fast voll. Aber fast voll nicht bei Mana. Und Mana ist bei Bossen wichtig. Aber ich wollte euch echt mal die Bosse zeigen. Also machen wir das so. Ich traue mich jetzt hier ein wenig voran in den Räumen. Und sobald ich zu viel Schaden nehme oder es irgendwie haarig wird, gehe ich zum Boss. Und werde dann da sterben. Und die kann ich schon nicht mehr one-hitten. Weil zu weit im Dungeon voranschreiten. Hatte ich euch ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt.
Gegner haben einen festen Level, je nachdem, wo im Dungeon sie sind. So, schon haben wir nur noch 104 Lebenspunkte. Yeah. Oh, sehr schön. Lebenspunkte zurück. Mana zurück. Und hier ist der Wald. Nee, Wald will ich nicht. Es gibt keinen Teleporter beim Boss. Na gut, wir haben 920 Gold gemacht. Das ist nicht super toll, aber es ist ein guter Anfang. Das heißt, wir können dieses Leben mal im Namen der Wissenschaft opfern, sobald ich geguckt habe, was hier unten ist. Unten ist eine Kiste. Oh. Sehr gut. Also 1160. Der erste Boss ist ein Auge. Ein großes Auge. Das heißt, eigentlich muss man nur in Anführungszeichen den Blutstropfen ausweichen. Was aber schwerer ist als gesagt. Denn die kommen doch recht lang. Und ich weiß nie genau, wo ich ihn treffen kann. Oder treffen darf. Oh. Ist okay, ist okay. Hier von der Seite geht das richtig gut. Also ich hatte es vorher immer versucht, so leicht von hier unten dann hochzuspringen und zu schlagen, aber es klappt gar nicht. Hier an den Seiten ist das richtig genial. Oh. Nicht sterben, nicht sterben. So. Runter. Nicht in den Blutstropfen. Komm, 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 komm. Das wäre mein erster Boss. Ah, so. Stipp, 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 stipp. Und tot. Sehr geil. Da unten liegt ein Diamant. Wie viel? Wow. Stats gefunden. Stärke erhöht, Rüstung erhöht, Rüstung erhöht. Oh. Okay. Also wirklich vier Bosse töten und man kommt durch die goldene Tür. Können wir die Bosse jetzt immer wieder töten oder war das eine einmalige Sache? Ich denke mal, das war einmalig, sonst wäre das ganz schön übermächtig, wie viel Gold man dann zusammenbekommen würde. Ah, okay. Sehr schön. Hätte ich echt nicht gedacht. Das kam echt nur darauf an, wo man steht. Also wenn man oben die Plattform benutzt, ist es wohl ziemlich einfach. Vorher habe ich mich da wesentlich schwerer getan. Es gibt ganz schön viele Magier hier. Oh. Stipp, 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 stipp. Stipp. Habe ich gesagt viele? Ich meinte eine ganze Tonne von denen. So. Aber ich will mich nicht beklagen. Die sind mit einem Schlag tot und bringen mir jedes Mal zwei Lebenspunkte. Bald bringen sie mir sogar vier Lebenspunkte, wenn ich mir den Bluthelm holen würde. So, was haben wir hier? Eine Rune. Eine Vault Rune. Die haben wir schon. Aber es stand hier irgendwo, dass die stacken. Also wir könnten jetzt noch eine Doppelsprung-Rune installieren und dann dreifach springen. Das klingt interessant. Mal gucken. Erstmal würde ich aber gerne wissen, was da ist. Außer Gold und... Das... Komm. Hau. Zack. 3030. Boah, wir werden uns so viel Zeug holen können. Ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen überlegen, was ich mir hole. Also ich werde den Bluthelm auf jeden Fall schon mal freischalten. Ob ich den dann tragen werde oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich ja. Weil die Dinger zahlen sich doch relativ schnell aus. Also Bluthelm freischalten, dann Gewicht freischalten, weil die Dinger werden auch dementsprechend wiegen, denke ich mal. Und sonst, keine Ahnung. Oh. So. Und was mir gerade auffällt... Ah ne, ich wollte schon sagen, wir sind ja durch mit dem ersten Gebiet, aber das sind wir gar nicht. Da links geht's noch runter. Hm.
Aber ja, trotzdem, ich würde sagen, so vom Fortschrittsstand sind wir mit dem ersten Gebiet einigermaßen durch. Also wir werden es jedes Mal nochmal machen müssen und auch gerne machen wollen, denn es gibt Gold. Aber so allgemein können wir uns langsam an die nächsten Gebiete ranwagen. Sehr schön. Zack. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt im Let's Play so schnell aufhole, in Anführungszeichen. Also ich hatte ja schon mal gespielt, aber das waren glaube ich 40 Leben oder so. Und wir waren noch nicht mal so weit wie jetzt. Komm, dreh dich um, du doofes Ding. Genau, Trottel. Oh. Kann ich durch den Boden schießen? Ja, sehr schön. So, was machen wir da? Ihr wirft Ninja-Sterne. Okay. Ich glaube, den lasse ich mal da stehen. Ja. Nicht so schön. Aber diese Kakolophite oder was auch immer Fähigkeit finde ich. Naja, das ist kein wirklicher Nachteil. Und die Smileys sind ganz unterhaltsam. Also kann man wieder nehmen. So, jetzt aber Geld ausgeben. Besondere Fähigkeiten gar keine. Barbarenkönig. Der MP bekommt mit jedem zerstörten Gegenstand. Das klingt sehr, sehr gut. Und da sind Mana und HP vertauscht. Nee, das geht gar nicht. Also Sir Jacob wird unser neuer Held. Wir gehen erstmal das Blutding ins Holen. Du hast schon das bessere Schwert, okay. Helm. Düpp, 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 düpp. So. 55 Leben weniger. Ah, das ist ganz schön viel. Haben wir noch was? Nö. Und die Rune? Nee, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Ja. Kann man wohl nochmal machen. Okay, testen wir mal. Hops, hops, hops. Okay. So, wir brauchen noch zweimal mehr Gewicht. Zing, zing. So. Wir hätten gerne Helm. Bluthelm. Oh, sehen wir böse aus. Also, eigentlich sehen wir aus wie ein Clown mit einem roten Helm, blauen Schulterpanzer, einer ockerfarbener Rüstung. Aber ja, ist ein guter Anfang. So, und jetzt erhöhen. Nein! Da wollte ich gar nicht drauf drücken. Jetzt haben wir nochmal das Gewicht erhöht. Aber was ich eigentlich erhöhen wollte, war das hier. Nämlich Lebenspunkte. Wir müssen nämlich irgendwie die ganzen Minus-Lebenspunkte durch das Blood-Equipment ausgleichen. Und wir sind auf 35 Gold runter. Sehr schön. Also, dass wir Charon nicht mehr in den Rachen schmeißen müssen. So. Warte mal. Okay, der Gegner ist jetzt eingezeichnet in der Tür. Können wir uns jetzt auch schon zu seinem Raum teleportieren oder so? Nö, können wir nicht. Okay. Nächste Frage, die mir auf der Zunge brennt. Kriegen wir jetzt 4 Lebenspunkte oder 3? Also vorher haben wir 2 bekommen. Pro jeden Toten. Das war bei Vampirismus 1. Jetzt haben wir ja einen Vampirismus mehr, also müsste es eigentlich nochmal so viel sein. 4, ja. Sehr schön. Boah, mit jedem Schlag 4 Lebenspunkte zurück. Sehr gut. Die Keule lassen wir mal liegen, falls ich aus Versehen getroffen werden sollte. Länger liegen bleiben tun sie ja nicht. Das ist schade. Also wenn ich sie gerade verlassen würde, den könnte ich mir merken. Aha, hier liegt noch eine Hähnchenkeule. Und den hierhin mal zurückkommen, aber... Aber na gut. Keinen Schaden nehmen. Also wir haben jetzt den Dreifachsprung. Ich könnte es mal riskieren. Oh, nein! Fangen die Hände richtig an zu schwitzen bei diesen komischen grünen Teilen, vor allem wenn sie auf dem Kopf stehen. Aber ist alles Übung. Nicht so schlimm. Waren ja nur ein paar Lebenspunkte, die wir durch ein paar. Die wollen mich doch echt veräppeln. Moment mal. Achso, doch, geht. Aber den Raum spare ich mir für später auf. Und die Jungs hier haben wir auch noch nicht umgebracht. Oh.
glaube, die werden wir nicht umbringen, weil wir gleich tot sind. Oh. Okay, bei denen brauche ich einen anderen Trick.